diesmal aus Katowice. Für alle, die sich fragen, wo das überhaupt liegt, das ist in Polen. Ja, ich weiß, wenn man an einen Polen-Städtetrip denkt, fällt einem nicht gerade Katowice ein. Aber genau deswegen bin ich ja hier, denn ich werde euch zeigen, warum diese Stadt genauso wie Warschau oder Krakau ein Besuch wert ist. Ja, in den letzten 25 Jahren hat sich Katowice von einer echten Industriestadt in eine Kulturzone verwandelt. Aber natürlich kann man auch heute noch Spuren aus dieser Zeit finden. Ich bin gerade im ehemaligen Bergbauarbeiterviertel und es hat eine ganz eigene Architektur und die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Total idyllische Atmosphäre. Ihr könnt hier im Sommer einfach mal abhängen, ein gutes Buch lesen oder die Einheimischen treffen sich ja auch gerne einfach mal mit Freunden. Es ist wirklich eine einzigartige Atmosphäre hier. Wo früher mit dem Lift Kohle heraufgeholt wurde, könnt ihr heute einfach mal auf den Turm rauf. Findet ihr auch unheimlich viele Grünflächen. Besonders empfehlen kann ich euch den Schlesischen Park. Der befindet sich zwischen Katowice und der Nachbarstadt Czorzów. Hier findet ihr unter anderem einen Vergnügungspark, ein Zoo und ganz, ganz viele Erholungsmöglichkeiten. Ihr könnt den Park zu Fuß erkunden, aber bei 620 Hektar ist das ziemlich viel Fußweg. Deswegen empfehle ich euch eine Fahrt mit dem Sessellift, denn da habt ihr eine super Aussicht von oben und könnt das Ganze wirklich genießen. Solltet ihr unbedingt dem Bergwerk Lido einen Besuch abstatten. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Hier fahrt man 320 Meter unter die Erde und ihr könnt die Geräte sehen, mit denen früher Kohle gegraben wurde. Ihr könnt sogar essen. Es gibt ein Restaurant, es gibt eine Eventhalle. Hier finden sogar Konzerte statt und auch Hochzeiten können hier veranstaltet werden. Also das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. We'll be right back.
sich einfach perfekt für einen Wochenendtrip, denn nach Wien braucht ihr mit dem ÖBB nur 4,5 Stunden hierher. Und ihr könnt hier wirklich viel erleben. Ihr könnt in Restaurants schlemmen, ihr könnt feiern gehen, ihr könnt in den diversen Lokalen abhängen. Und das Beste ist, alles hier ist super günstig.